Hallo Helldivers, sage ich dann mal an dieser Stelle. Willkommen zu diesem Video heute, wo ich einfach mal über dieses Game reden möchte, was ich mir gestern erstmalig im Stream zusammen mit einigen von euch angeschaut habe. Das war auf euren Wunsch hin. Ich habe eine Umfrage gemacht. Die meisten haben gesagt, schau dir Helldivers 2 an. Okay, haben wir gemacht. Mal gucken, wie es sich ausgeht im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall habe ich heute mal ein bisschen recherchiert, was geht momentan ab bei diesem Game und ja, hätte nicht gedacht, dass hier auch schon die Hütte brennt gewissermaßen. Darauf wollen wir heute zu sprechen kommen. Mit diesem Patch, mit diesem Update, was jetzt kürzlich erschienen ist für Helldivers 2, scheint bei manchen nicht besonders positiv anzukommen. Das sehen wir, denke ich, erst einmal an diesem Move hier, sage ich mal, von Arrowhead Games. Denn sie haben vom Head of Product Testing, Patrick Lasota, der hat einen Beitrag geschrieben, und einen relativ ausführlichen Beitrag, warum welche Waffen zum Beispiel gebufft oder auch genervt worden sind. Und ich glaube, soweit ich das bisher beobachte, ist das Hauptproblem, dass wir hier viele Leute haben, die es hart kritisieren. Erstens, dass in einem Patch für ein PvE-Only-Spiel die Waffen genervt werden. Also das hier wird auch sehr häufig geliked. Und wir sehen hier einfach, das habe ich mal einfach komplett durchgescreenshottet, das ist nicht rausgepickt, sondern das sind die obersten Kommentare unter diesem Post. Und wir sehen hier auch, er würde sagen, macht es weg mit dem Nerf von der Railgun. Die Railgun hat anscheinend sehr viel eingebüßt. Ich kann das, wie gesagt, nicht bewerten. Ich habe die ursprüngliche Version nicht gezockt. Aber hier sehen wir einfach, dass einige Spieler hier, die ziemlich viele Likes bekommen haben auf ihre Kommentare auch, also Rückhalt erhalten haben von anderen aus der Community, dass es nicht besonders toll ist, was sie mit der Railgun gemacht haben. Und in diesem Post, was wir jetzt aber nicht im Detail durchgehen, ist ein relativ langes Ding, der geht auf jede einzelne Waffe ein, geht auf die Fantasie von dieser Waffe ein und erklärt dann, warum sie was gemacht haben. Es ist ja nicht nur so, dass sie bei diesem Patch jetzt nur irgendwie Nerfs gemacht haben. Wir haben hier auch zum Beispiel bei Breaker Spray and Pray erhöhte Panzerungsdurchdringung, erhöhte Feuerrate, Schaden pro Sekunde um 50% erhöht beim Flammenwerfer, wie man sieht. Magazinkapazität wurde hier verringert zum Beispiel. Rückstoß wurde erhöht, also hier Breaker auch genervt, so wie es aussieht. Dann der Punisher. Gesamtmunition erhöht und Schaden pro Kugel auch erhöht. Also wie man hier sieht, nicht alle Waffen sind komplett durch die Bank genervt worden. Aber wahrscheinlich die wichtige Railgun, so wie mir das erscheint jetzt als Außenstehender noch, der das in-game noch nicht so ganz bewerten kann. Aber lasst mir dazu natürlich gerne auch euer Feedback da. Wie empfindet ihr diese Änderungen bei diesem Patch? Wir haben hier unterschiedliche weitere Veränderungen, Kriegsstrategien, Fehler wurden auch einige behoben, was ja, denke ich mal, eine gute Sache ist. In dem Post hier haben sie noch darauf hingewiesen, sie hoffen, dass die Spielerschaft sie darauf hinweist, wenn sie die Grenze überschreiten, dass sie etwas zu hart nerven, damit es wirklich keinen Spaß mehr macht. Deswegen denke ich mal, dass es in eine Richtung gehen könnte, dass sie einlenken werden. Allerdings finde ich, was ich hier krass fand beim Reddit jetzt, was wir haben als Info, 3 Stunden erst zuvor, ein Moderator vom offiziellen Helldivers Discord, wenn das hier stimmt, dieser Screenshot, der feiert es irgendwie und sagt, man, watching you all cry amuses me so much. Also er freut sich irgendwie, er heitert sich darüber, dass die Leute alle am Weinen sind über diese Nerfs wahrscheinlich, was ich glaube ich nicht. So, also er meint das vielleicht sehr lustig, könnte ich mir vorstellen. Er sieht die Sache relativ entspannt. Aber ich glaube, oder ich habe zumindest die Befürchtung, dass das in die Richtung gehen kann, dass hier wieder mal Verantwortliche unterschätzen, wie hart es ein Game treffen kann, wenn der Zorn der Spieler unterschätzt wird oder zu leichtfertig aufgenommen wird. Das ist von einem Game, wo ihr sicherlich einige mich davon kennen, von Suicide Squad, Justice League. Wenn man da nicht aufpasst, was man macht, sieht das ganz schnell sehr böse aus. Ich denke mal, Helldivers 2 ist ja hier nicht mal ansatzweise in diesem Terrain. Die sind viel weiter oben mit ihrem Erfolg und so weiter. Die können das machen.
Da bleiben trotzdem genug Spieler übrig, die sich auch mit solchen Meldungen so klarkommen und das kein Problem darstellen wird. Davon gehe ich mal stark aus. Ihr habt dann nochmal diesen Post, der kam jetzt am 6. März, also erst gestern raus, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, wo hier sehr intensiv drüber einfach gesprochen wird, was sie gemacht haben bei jeder Waffe. Hier sieht man einfach, dass sie versuchen zu erklären, sie versuchen aufzuklären und ihre Herangehensweise ja klar zu machen für die Leute. Und ja, um mal kurz meine, naja, noobige Meinung dazu abzugeben, obwohl ich kein Insight habe von der Praxis bisher, nur 2 Stunden bisher das Game gezockt habe. Ja. Ich bin etwas verwundert, warum sie jetzt auch diesen Move gemacht haben, dass sie das nerven. Ich meine, hier versuchen sie es natürlich zu erklären. Und sie sagen, dass sie nicht dahinter stehen, glaube ich, dass sie sagen, nur buffen und niemals nerven. Ich weiß nicht so genau. Sie versuchen wahrscheinlich ihre Fantasy von diesen Waffen. Sie versuchen ihre Spielphilosophie im Spiel umzusetzen. Wenn sie sehen, dass sich sowas entwickelt bei den Spielern, dass vielleicht manche Waffen überhaupt nicht mehr benutzt werden, weil sie zu schwach sind, dass sie dann die starken Waffen nerven oder lieber die schwachen Waffen buffen. Ich wäre eher der Fan davon, das zu tun, dass man die schwachen Waffen bufft, weil man sieht das einfach. Also klar, da gibt es Argumente auf der Seite und Argumente auf der Seite, aber ich glaube jetzt auch bei einem PvE-Only-Spiel ist es halt von einer Entwicklerperspektive her schwierig, denke ich, wenn man einfach anfängt, die ganze Zeit Sachen zu nerven. Warum? Ja, da denken sich viele Leute, warum? Das Spiel hat mega Erfolg gemacht, hat mega positive Resonanz bekommen von hunderttausenden Leuten und es hat so Spaß gemacht, wie es war. So wie es war. Never change a winning team. Ne? Das, denke ich, kann man hier, finde ich, mit reinbringen in die Sache. Warum ändert ihr das? Das haben doch viele Leute einfach mega schon gefeiert. Natürlich fangen dann Leute mit der Zeit auch an zu meckern. Aber es hat so eine Megakurve nach oben gemacht. Warum riskieren, dass man sich selbst als Entwickler in so eine Position begibt, wo dann die Leute auf einen draufkloppen? Ja. Ich meine, klar, man kann jetzt dagegen auch argumentieren, wenn sie nichts gemacht hätten, gäbe es eine Gruppe von Leuten, die sie kritisieren würden, dass sie nichts machen. Wenn sie nur buffen würden, gäbe es eine Gruppe von Leuten, die sagen, warum bufft ihr nur? Also es ist schwierig und die Entscheidung, wie sie sie getroffen haben, denke ich mal, kann man sehen, wie man will, von einer oder anderen Perspektive. Sie haben sich dafür entschieden. Ich hätte jetzt mal aus meiner Perspektive aus gesagt, hey, ich hätte das jetzt nicht so hart genervt, so ein paar Sachen, sondern eher die anderen Sachen gebufft vielleicht oder so. Aber gut. Da kann man sich, glaube ich, ewig drüber streiten. Lasst mir gerne euer Feedback dazu da, wie gesagt. Und ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Ob sie vielleicht dann auch diese Railgun weiterhin nochmal überarbeiten, entsprechend von dem Feedback, was jetzt gekommen ist. Ich denke, das wird interessant. In diesem Sinn, Leute, bis zum nächsten Video vielleicht. Und wenn ihr natürlich mehr Content von mir zu Helldivers 2 wollt, sagt es mir gerne. Bis bald, Leute. Macht's gut und tschüss.